Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resi 1. Ich lasse das scheiß Zielschieberätsel jetzt einfach vom letzten Part mal sein. Denn ich habe gerade in einen Walkthrough geguckt und da hat er irgendwie nur den Schlüssel benutzt und hat noch gar nichts da gemacht. Deswegen, vielleicht kriege ich ja wirklich noch Hilfe von Rebecca oder so. Ich glaube es zwar nicht, aber es könnte ja sein, so. Bis da. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht sonst schon genügend im Herrenhaus zu tun, ne, deswegen... So, ist jetzt hier ein Hunter und ich kann Rebecca retten oder nicht? Das will ich ja jetzt herausfinden. Nö. Hier ist nichts nach wie vor. Lame. Ich meine, okay, sie kam ja auch nicht, um mir zu helfen, also von daher... Auf sie ist eh kein Verlass. Die unzuverlässige Rebecca. Warum nur? Warum enttäuscht du mich so, Rebecca? Okay, hier ist keiner. Ein Glück. Hilfe. What is wrong with my life? Ich habe das einzelne Kraut nicht abgelegt, beziehungsweise die doppelten Kräuter nicht. Brauche ich denn noch überall? Ich brauche den auf jeden Fall da oben bei der Tür und wahrscheinlich auch bei der, wenn mich nicht alles täuscht. Ah. Ich frage mich gerade, ob Chris das Rätsel vielleicht wirklich nicht schaffen kann, weil er zu fett ist und dass ich irgendwie von der anderen Seite einfach das machen muss. Das wäre irgendwie witzig. Ich weiß es halt nicht. Und wahrscheinlich nicht, ne, aber... Naja, egal. Gehen wir erstmal hier durch. Erstmal hier ein Dokument, was wir ja auch schon mit Jill hatten. Ja, genau, das Geheimnis hinter dem Gemälde, bla bla. Was ja auch gar nicht offensichtlich ist oder so. Oh, Farbbänder. Nee, danke, brauche ich nicht. Wow! Ich sehe es hier echt nicht. Den geheimen Raum, wo man sich angeblich umziehen kann. Ach, jetzt habe ich vergessen, dass ihr... Ja. Ja. Ist gut. Ah, hier muss ja noch der andere Edelstein rein. Stimmt, ja. Aber den erstmal haben. Aber echt, wo soll hier eigentlich dieser geheime Umziehraum sein? Obwohl es sein könnte, dass der erst sichtbar wird, sag ich mal, wenn man halt wirklich einmal durchgespielt hat. Wenn man dann in diesen Raum kommt, dass dann der Vorhang zur Seite gezogen ist oder sowas und man selber das nicht machen kann. Obwohl es auch ein bisschen komisch wäre, weil im Original durfte man ja auch wenigstens vorher sehen, dass da eine Tür ist. Wieso darf man das hier nicht? Also, kein Plan. Alles ein bisschen komisch, komisch. Da, da, da. Ich sollte lieber oben rumlaufen, kann das sein? Ah, ich glaube schon. Ich laufe lieber oben rum, anstatt hier lang. Erscheint mir gerade ein bisschen sicherer. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber naja.
Okay, hier ist einfach gar keiner mehr. Der Zombie ist weg, aber ist auch kein Hunter jetzt hier. Das irritiert mich schon fast. Ich meine, ich finde es an sich zwar okay, aber es ist auch komisch. Hier ist auch keiner? What? Warum ist hier keiner? Ah. Lol. Okay. Zum Glück ist hier auch keiner mehr unter der Treppe. Ja, unter der Treppe kann sowieso keiner sein. Weil wegen Gründe. Oh, und jetzt ist hier keine Rebecca mehr. Ist doch doof. Ein zerwühltes Bett, ja. Obwohl, den nicht mitzunehmen, ist wahrscheinlich dumm, oder? Ach, je nachdem. Ach, egal. Egal, egal. Hoffentlich bin ich dafür nicht auch zu fett und zu langsam. Ist ja dieses Dokument, sie sollen Stasi hinlocken, ne? Genau, Waffen gegen Stars und Tyrann eliminieren, sowas alles, bla bla bla, Umbrella. Oh, für die Muni. Die Muni darf ich mir wenigstens nehmen. Dagegen hat der komische Vogel nichts. Deswegen, der ist eigentlich so oder so gut genug am Gucken, sag ich mal. Deswegen, ich kann mir kaum vorstellen, dass der Lichtschalter wirklich groß was macht. Oh, da, wir bemerken mich echt erst, wenn ich hier draufstehe. Ist echt witzig. Haha, du warst zu langsam, Vogel. La 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 la. Nee, 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 nee. So. Dim, 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 dim. So, es ist wieder Zeit, ein bisschen zu puzzeln. Yay, Puzzlespaß mit Chris, nachdem wir den schon mit Jill hatten. Früher mal. So, dich brauche ich erst gleich. Du wirst jetzt direkt mal gegen den Kasten ausgetauscht. Oh, guck mal, kaputt. Na, na.
Nee, erstmal weg. Na. Was passt nicht so ganz irgendwie? Ist ja doof. Eigentlich müsste es so, aber es darf nicht. Nee, es geht nur irgendwie so. Ist ja komisch. Nein, ich wollte... Oh. Okay, es war jetzt auch gerade blöd, der Versuch von mir. Ah. Erstmal du nochmal weg. Oder ist das einfach auch falsch, das eine hier? Weil das muss doch auf jeden Fall hier hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das Teil hier ist irgendwie... Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte dich... Du bist irgendwie gerade ein bisschen doof. Ah, okay. Ist aber auch eine Friemelarbeit, ey. Heidewitzka. Ah, hier, so. Eigentlich. Aber es passt nicht so ganz mit dem unteren Teil. Jetzt ist das untere auch nochmal verkehrt. Aber sah das doch so gut aus. Ich kann das hier kaum anders machen. Das Mittlere ist auch nochmal falsch. Nochmal mit dir weg. Alter, was ist hier gerade los? Was ist hier kaputt? So, du bist jetzt auf jeden Fall richtig. So, jetzt mache ich dich hier mal. Irgendwie... Aha. So. Bam. Bam. Und jetzt noch du zu guter Letzt. Ja. Ah, finally. Es hat sich in einen Schlüssel verwandelt. Wow. Oh, meine Güte. Das war jetzt aber eine schwere Geburt, ey. Okay, jetzt kann ich damit in diesen einen Raum zurückkehren. Frage ist, ob ich das jetzt schon will eigentlich. Ich meine, ich könnte, wenn ich wollte. Ich glaube, ich will noch gar nicht. Ich lege dich erst nochmal zurück. Ich will ja eigentlich erst einmal zum Teaser. Deswegen. Ja. Dann gehen wir doch jetzt auch erstmal zum Teaser. Ich meine, der Part ist lang genug, dass ich ihn schon wieder beenden könnte, aber... nee. Bitte keine Hunter. Hallo, ich hab doch geschossen, du Sack. Ich hab doch geschossen, was willst du? Mann. Meine Güte. Oh. Ich glaube, dann nehme ich mal ein Vollheilmittel. Alter. Was wartet denn gerade so scheiße zu mir? Ich schieße und der, och nö, heute bleibe ich mal am Leben, hab keine Lust zu sterben. Oder was? Ist ja echt nicht so feierlich hier.
Immer diese Hunter. Der zweite ist einfach auch schon da. Ja, was denn jetzt? Kommst du jetzt mal oder nicht? Wow! Der ist da hinter mir! Wieso ist der hinter mir? Wieso? Wo kam der denn jetzt her? Das war unlogisch. Wow. Nein! Nein! Du! Nein! Alter, was ist hier eigentlich heute kaputt? Hilfe. Mamma mia, Monte bene. Ich hab mir jetzt bloß die blöde Modus-Kette, ey. Ich muss ja nicht mehr in diese Kiste unbedingt ran, deswegen. Ich kann den Zombie und den Hunter links liegen lassen. Ich kann jetzt hier einfach, falsche Taste, ich kann jetzt hier einfach dann links rausrennen, rein theoretisch. Auch wenn da gerade steht, auch wieder Hunter sind, das ist ja mein Gang des Schreckens von damals. Vielleicht soll ich dann doch lieber da lang. Ich weiß es nicht, Hilfe. Weil obenrum wäre eigentlich der kürzere Weg. Obenrum. Nee, aber mal ganz ehrlich. Dann könnte ich nämlich da. Okay. Komm. Jetzt liegt der Zombie hier praktisch als tot, obwohl er eben wieder aufgestanden ist. What the fuck? Das heißt, er wird noch zum Crimson Head. Hurra. Ach, du bist da oben. Ja, genau. Wow. Gott sei Dank. Das heißt, der kam jetzt doch mal von oben. Interessant. May, oh May, oh May. Help, help, help. Wo ist denn die andere eigentlich? Wo ist denn die andere geblieben? Ich habe bisher nur eine. Okay. Ja, stimmt. Die andere finde ich ja da und... Nee, finde ich nicht da. War das jetzt wirklich die erste? Jetzt bin ich gerade überfragt. Ich hoffe, ich habe keine Moduskette irgendwo übersehen. Aber nein, ich glaube nicht. Ich hoffe jetzt erstmal darauf. Wo gehe ich denn mal am besten als nächstes hin? Ich habe jetzt noch den einen Schlüssel. Klar, ich könnte jetzt eben direkt zur Tür da vorne und da mal gucken, was da Sache ist. Ob ich da überhaupt auch schon rein kann oder nicht. Vielleicht sollte ich dazu auch nochmal die Knarre mitnehmen und ein bisschen hier Dingens, um Zombies zu verbrennen. Wäre vielleicht nicht so die schlechteste Idee. Heilung finde ich ja eigentlich nochmal in diesem Gang dann.
Ja, irgendwie so. Frage ist, ob ich da überhaupt lang kann. Das muss ich mal eben checken. Das packe ich eben noch in den Part mit rein. Vielleicht sagt er mir ja auch, ja nee, kleiner Schlüssel und so. Ach, wie der Wind hier pfeift gerade. Vor allem warum? Hat Chris etwa ein Fenster im Herrenhaus offen gelassen? Man weiß es nicht. Aber nee, es kommt garantiert durch die kaputten Fenster unten. Könnte doch von der anderen Seite verschlossen sein, dass ich dann doch als nächstes praktisch das Schieberätsel machen muss. Ja, von der anderen Seite verschlossen. Okay, alles klar. Dann kann ich die Knarre ja auch wieder ablegen, weil die brauche ich ja dann nicht. Das heißt, im Klartext fehlen uns jetzt nur noch zwei Sachen. Ich laufe zum anderen Safe Room mal eben. Dann kann ich ja mal eben da durch die andere Tür mit dem Spencer-Emblem, sag ich mal. Und danach nehmen wir uns nochmal dem Schieberätsel an. Ja. That's my plan. Jetzt gehe ich aber doch nochmal durch diese Tür. Vielleicht ist Rebecca ja inzwischen doch da. Mal gucken. Rebecca. Nee, aber hier ist das echt nicht. Anscheinend. Vielleicht gab es die Szene nur im Original. Ich weiß es nicht. Naja, egal. La la la. Da da da. So. Da ist der Schlüssel. Dann kann ich den ja kurz ablegen, rein theoretisch, weil den brauche ich ja jetzt nicht. Genau. Gut, gut, liebe Leute. Dann werden wir uns im nächsten Part mal darum kümmern, in diesen anderen Raum zu gehen und dann ja, danach das Schieberätsel zu machen, um auch an die Batterie schließlich zu kommen. Und gegen die Schlange müssen wir auch schon bald wieder kämpfen und all solche Dinge. Vor allem wundert es mich gerade, dass ich den einen Schlüssel noch habe. Für welche Tür könnte der denn sonst noch sein? Das hier ist ja, neben mir jetzt das für diesen Extraschlüssel, das weiß ich ja. Das in der Haupthalle ist das von der anderen Seite mit den zwei Waffendingern. Das ist ja nur der Fahrstuhl, den benutze ich ja nicht mit dem Schlüssel. Brauche ich den Schlüssel extra nochmal für die Tür, für den Raum mit der Schlange? Komme ich da dann etwa so rein? Aber wieso sollte ich? Ich meine, mit Jill hat das ja auch nicht funktioniert. Und die Tür war trotzdem, die war dauerhaft rot. Oder kann ich die von der anderen Seite mit dem Schlüssel aufschließen? Das kann natürlich sein. Wahrscheinlich. Na gut. Wie auch immer, im nächsten Part gehen wir erstmal in den Raum nebenan. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!